Und hallo liebe Blogfreunde und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pocket Edition Staffel 2. Die Staffel 2 entfaltet sich gerade, wie ihr merkt. Wir sind dabei, eine Burg zu bauen und haben im letzten Part ein verlorenes Königreich entdeckt oder eine verlorene Stadt. Tja, wie es aussieht, durch die Zombies natürlich leer geworden. Oder wer weiß, vielleicht haben ihre Bewohner sie verlassen. Wir haben uns entschlossen, vielleicht ein Haus zu bauen als Wegmarkierung. Oder wir werden dieses Huhn hier töten. Na endlich. Oder wir machen einfach eine kleine Wegmarkierung. Wir haben 21 Fackeln und 64 Eichenholzbretter. Und das werden wir auch benutzen. So als kleine Wegmarkierung. Ihr kennt doch die kleinen Wegmarker, wenn ihr mal draußen auf der Straße oder so seid. Das kennt ihr doch sicherlich. Damit wir immer wieder auch den Weg in unsere Stadt zurückfinden. Ups. Und ein bisschen Licht in der Prärie kann nicht schaden. Weil hier wird es nachts bestimmt gefährlich und von Monstern wimmeln. Wenn man gerade auf dem Weg dorthin ist, dann ist das ganz sicher praktisch. Und ist hier eine Höhle? Das müssen wir beim nächsten Mal genauer erkunden. Jetzt wird's Zeit fürs Frühstück. Oh. Wir sollten uns jetzt erstmal zurück zum Dorf begeben. In unser Haus. Denn von wegen Frühstück, das war das Abendessen. Wir haben ja hier von einer gefährlichen Prärie geredet. Und es wird immer dunkler. Das war doch letztes Mal schon so knapp. Die Sonne geht unter. Tja, im Ofen backen übrigens die Steine. Ich habe schon mal wieder 64 Eichenholzbretter reingelegt. Und wenn wir die Steine gebacken haben, dann werden wieder Pflastersteine draus gemacht. Und dann geht der Bau an unserer Burg auch schon weiter. Ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Wäre schade, wenn nicht. So, Schafe werden ja ab sofort nicht mehr getötet. Die Wolle kriegen wir nämlich auch durch die Schere. Und das ist sehr geil. Doch jetzt verpissen wir uns allerdings ins Haus und dort gucken schon wieder Arme raus. Ach du Scheiße, das ist ja der Teufel los in dem Haus. Guten Morgen. So, wir gucken, wie weit der Ofen hier ist. Ja, es dauert noch eine Weile. Könnte auch erst im nächsten Part werden, wie es aussieht, hä? Wir tun mal wieder was in die Truhe. Ey, das war Fichtenholz. Das soll eigentlich da bleiben, ey. Mensch, und bitte diese Blumen. Mann, 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 Mann. Wir müssen mal wieder ein bisschen Kies abbauen. Da könnten wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Pfeile machen. Scheiße! Na komm.
Meine Güte, FBI! Habt ihr denn nicht mal Latten hier am Zaun oder was? Hier. Mein Gott. So geht das ja doch nicht weiter. Hier will vielleicht mal jemand einziehen? Himmel, hilf! Wie ihr seht, geht in unseren Häusern hier die Post ab. Aber naja, so ist das Leben. Das Skelett hat schon ganz schön viele Schüsse vertragen, muss ich sagen. Das beunruhigt mich schon etwas. Hier am Turm ist derzeit nicht wieder zu Überfällen gekommen. Da bin ich erstmal etwas beruhigt. Aber man kann ja mal alles überblicken. Nicht wahr? Hey, hallo, ich will nicht wieder runter, du Scheißding hier. Entschuldigung. Ach ja, der Bauer der Burg, mein Haus, das benachbarte Haus, was ich schon öfters beschütze, die Höhle, in die wir später mal rein wollen. Die Fledermaushöhle. Oder zumindest das Schild dazu. Die Erzhöhle. Das Haus am See. Das andere Haus am See. Scheiße, Mann. Und irgendwo da hinten ist das verlorene Königreich. Also, es gibt viel zu sehen und erkunden. Wir sollten lieber hier runtergehen, weil sonst erwischen wir vielleicht die Leiter nicht. Und es wäre tragisch. Also, was heißt tragisch? Aber wir würden trotzdem fallen und Schaden nehmen. Und das ist ja nichts in der Sache, ne? Na, gehst du mal runter? Mein Gott, ey. Och nee, jetzt fängt's auch noch an mit Regnen. Ich glaub es ja nicht. So, eine Scheiße mit Arsch. Eise hier. Ach, da oben kann man auch noch was ernten. Aber gucken wir erstmal, ob nicht weitere ungebetene Gäste dort sind. Das wäre sonst ein bisschen schade hier. Nein, keine ungebetenen Gäste. Sowas. Ja, FBI. So lange wollen wir uns ja nicht länger hier aufhalten, ne? Es gibt ja noch andere Dinge zu tun. Okay, das hier ist definitiv das kleinste Haus wahrscheinlich von allen. Naja, mal gucken. Wie gesagt, die Häuser werden später vielleicht mal bewohnt. Also was heißt vielleicht? Auf jeden Fall eigentlich. Weil wir haben ja mit dem Bau der Burg, nach dem Bau der Burg geplant, dass ein paar Freunde von mir vielleicht mitspielen. Und dann könnte es spannend werden. Was bedeutet so ein kleines Macht- und Intrigenspiel. Sozusagen, dass hier eine Action-Serie fast draus wird. Und wieso geht jetzt der Hunger ganz schön schnell weg? Ich glaube, ich spinne. Puh, ich spinne, dass dort zwei Spinnen und ein Skelett sowie drei Zombies drin waren. Drei! Und davon ein Villager-Zombie. Ich glaub's ja nicht. Das heißt, es waren 6 Monster da drin. 6! Das ist ganz schön unglaublich. Viel zu unglaublich. Aber naja, deswegen sind wir hier, um Spaß und Abenteuer zu erleben. Ups. Und solange wir dabei unsere Schätze nicht verlieren, ist alles okay. Okay. So, und was wir mit den Steinen machen, wisst ihr ja mittlerweile. Nämlich Steinziegel draus. Und zwar so viele, wie nur gehen. So. Perfekt. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? Naja, wir haben erstmal 10 Minuten aufgenommen, also das ist noch nicht so viel. Also können wir die Zeit noch genießen.
und abrunden, indem wir unsere schöne Burg weiterbauen. Da setzen wir das mal durch die Steinziegel und nicht durch gebratene Schweinekotelett. Ey. Gegessen wird erst, wenn wir einiges geschafft haben. Also los. Wir machen wieder unsere Schleichtaktik. Weil wir wollen ja nicht runterfallen. Später dann, wenn die Burg richtig hoch ist, dann wird es nämlich tragisch. Dann könnte es sein, dass wir dabei abkratzen. Und das wollen wir nicht, oder? Denn wenn wir abkratzen, wer soll dann hier alles beherrschen oder bauen? Und na, ihr wisst schon. So, ist die Burg auch wirklich groß genug hier? So. Okay, jetzt haben wir hier einiges. Da ist ein Schaf in meiner Burg. Na gut. Ich frage mich, ob ich hier wirklich Türme bauen soll. Und wenn, da werden das sehr kleine Türme. Große werden das da nicht. Nee, das werden dann keine großen. Aber wir können ja mal gucken. Was daraus wird. Denn diese Burg soll ja eine Veränderung werden. Und wenn nicht, dann... Und wenn es da nichts mit großen Türmen wird, da erweitern wir die Burg einfach. Ich glaub's nicht. Ein Hund! Ein Wolf! In meinem Königreich! Ey. Ist das zu fassen? Oh, Moment mal, ich will mein Fleisch haben. Und da war's alle. Tja, war schön. Aber wie es aussieht, müssen wir erstmal an dieser Stelle so die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, es gefällt euch auch weiterhin. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr neu seid, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Schreibt unbedingt etwas in die Kommentare. Ja, Leute, und vergesst nicht, sind die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.